Servus Leute und herzlich willkommen zu meinem zweiten Tagebuch-Video. Ihr seht, mittlerweile habe ich noch ein bisschen Gold gemacht, allerdings wird sich das ja immer mal wieder zwischendrin ändern. Ihr wisst ja, ich kaufe mir auch nebenher so Sachen und kann halt nicht für jeden kleinen Schiss ein Video machen. Ich kann euch aber sagen bis jetzt, was dieses Gold darstellt. Und zwar hatte ich wieder ein paar Chaos-Kristalle und zudem habe ich mir noch ein paar Kräuter, die ich, woher hatte ich die genau? Ich glaube, die habe ich im AH gekauft. Ja, genau, die habe ich im AH gekauft und da habe ich ein paar Kräuter zu Pigmenten gemacht. Habe wieder fahle Pigmente verkauft, allerdings sehr wenig. Also da habe ich vielleicht 3000 Gold Gewinn gemacht, weil ich mir dann gedacht habe, oh Mist, dazu musst du dann ja ein Video machen. Wäre vielleicht klüger. Und deswegen gibt es da noch nichts. Ja, wie sieht mein Tagesplan aus für heute? Gemütlich. Ich möchte heute PvP machen und eigentlich mich gar nicht so aufs Gold fixieren. Ich finde, ich habe jetzt schon wieder 20.000 Gold, kann deswegen bald auch schon wieder im AH was machen. Und ja, Chili Willy, ich gehe ja morgen nach London und bin dann wieder weg eine Woche und werde sogar am Sonntag nicht streamen können, habe ich gerade mitgekriegt. Und deswegen, ja, was macht man da? Was ist wichtig? Genau, PvP. Hab unbedingt Bock, jetzt mich wieder ein bisschen mit Leuten zu stressen. Und aus diesen besagten Gründen mache ich jetzt heute, wie gesagt, ein bisschen PvP. Wenn ich dabei was Interessantes finde und ich werde sicher das ein oder andere Goldteil finden, dann melde ich mich mit der interessanten Information zurück. Falls nicht, zeige ich euch am Ende vom Video einfach, was ich über den Tag hinweg an Gold so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Und warum ich genau auf diese Idee kam oder warum ich genau das machen wollte. Also, bis gleich, Leute. So, Leute, da bin ich wieder. Aber ich bin nicht da, wo ihr mich erwartet habt. Denn ich bin nicht auf dem Schamane jetzt, sondern auf meinem Priester, den ich zu meinem Farmschar umgebaut habe. Es ist jetzt mittlerweile schon der nächste Tag. Und guck mal, Leute, da kommt gerade so ein Fuchs, die liebe ich ja. Der hinterlässt jetzt theoretisch Pflanzen. Man kann sie hier leider nicht sehen, wegen weil. Buggy. Aber ich laufe jetzt hier einfach so lange drum, bis ich hoffentlich alle habe. Ich liebe dieses Spiel. Es ist immer wieder eine Freude. Eine Freude. Eine Freude. Okay. So, genug rumgehüpft. Was ich damit sagen wollte ist... gestern haben wir noch mythische Dungeons gemacht, diese mythischen Plus, ich weiß nicht, wir kamen nicht so weit, Plus 4, wir haben auch nur 2, 3 gemacht, Dungeons gemacht, um an Gear ranzukommen. Dadurch konnte ich 4 bis 5 mit World Quest, glaube ich, 7 Epics bekommen, die ich dann entzaubern konnte und somit ein paar Splitter bekommen habe, was gut ist, weil wir natürlich noch mehr Gold wollen für unser Totem. Aber wir haben ich habe ein neues Problem, wie ich euch schon gesagt habe. Ich brauche unbedingt Flasks und Pötte für den Raid, der morgen auch gestreamt wird, beziehungsweise halt auch ist. Und ja, deswegen muss ich halt jetzt echt Gas geben, Freunde. Und farm hier gerade. Vielleicht werde ich ein bisschen mehr farmen, wie das, was ich ungefähr brauche, um daraus noch ein bisschen Gold zu machen. Ich meine, ich habe ja Alchemie auch. Kann dann quasi aus den Kräutern, was ist denn das? Kann dann quasi aus diesen Kräutern auch nochmal ja, ein bisschen mehr rausholen. Je nachdem, schauen wir mal, wie ich das verarbeitet kriege. Ansonsten war das gestern eigentlich alles. Wir hatten zwischendurch mal eine Wartezeit, weil einer essen war. Da habe ich dann nebenher noch ein paar Sternblumen gefarmt. Ich glaube an der Zahl 80 oder so. Und nachdem wir dann weitergemacht hatten und zum Schluss es quasi ein bisschen später wurde, habe ich dann auch noch ein bisschen geangelt, nur um euch ein bisschen up to date zu halten. Hab mir quasi mein Buffhut, das ist das Mastery, ich glaube 375 Stats hat es oder 300er, habe ich mir hergestellt. Auch primär für einen Raid. Oh je, Leute, jetzt sterbe ich auch noch. Moment, heal. Primär für den Raid, für morgen. Allerdings denke ich, dass ich da vielleicht auch nochmal was verkaufen werde, wenn der Preis da ganz gut ist. Warum nicht? Es ging eigentlich relativ fix, das rauszuangeln und so. Das waren die Barracudas.
wen es interessiert. Ja. Das war eigentlich jetzt so, sag ich mal, mein gestriger Tag und mein heutiger Tag. Was ich heute sonst noch so mache, seht ihr vielleicht im Stream, weil ich heute wahrscheinlich nochmal einen Teststream machen werde für morgen, damit morgen alles sicher passt zum Raid. Ja, ansonsten solltet ihr wissen, hier läuft es ziemlich gut beim Goldmachen, aber die Zeit drängt halt einfach mit dem Raid. Ich denke, das wird sich nächste Woche wieder angenehmer spielen. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao!